Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Runde Rogue Company im Modus Dodgeball. Ja, lange, wirklich sehr lange ist es her, dass es mal mehrere zeitlich limitierte Modi auf einmal gab. Und es ist auch sehr, sehr lange her, dass ich Dodgeball gespielt habe in Rogue Company. So, früher hat man das noch in... auf den kleinen Maps gespielt, aber das ist jetzt ein 6 vs 6 Modus. Aber das ist interessant. Und heute sehen wir uns den neuen Scorch Skin mal ein bisschen an. Hier, das ist sie. Und der sieht schon richtig gut aus. Der hat was, der Skin. Der hat was. Die Brille gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe sogar so eine ähnliche, aber meine ist komplett versilbert. Also auch silberne Gläser. Gut, was haben wir so, sonst noch so im Team? Dima, okay, Seeker, sehr schön, Switchblade, nice, Sigrid, sehr nützlich und Anvil, auch gut. Das ist eigentlich ein richtig, richtig gutes Team. Oh, vor allem, wir haben Switchblade und ich bin ein Scorch. Die kann ihr Feuer, also ihren Raketenwerfer vorausschießen und ich renne hinterher. Ha, wie nice. Wie nice, so. Was will ich machen? Als Scorch will ich mir die SLC holen und eine Brandgranate. So, ich habe schon lange nicht mehr Dodgeball gespielt, aber wenn der Modus immer noch so ist wie früher, dann ist es so, dass man, wenn man abgeschossen wird und stirbt, dann kommt man erst zurück, wenn das eigene Team einen Gegner abschießt. So, und downed. Und ich glaube auch killed. Wieso eigentlich hier? Uff. Am schon, was macht der denn? Und dann wurde ich noch nicht mal von diesem dreckigen Crouch-Spammer gekillt, sondern von Trench mit einer Harm 30KS. Oh lol, das geht schon wieder weiter. Ja, und wenn mehrere vom Team... Wenn mehrere vom eigenen Team weg sind, dann... Gibt es so eine Respawn-Warteschlange? Die Alte kommt hier nicht durch. Die holen wir uns. Okay. Schön. Schön, schön, schön. Das war eine gute Runde. Wie viele Runden gibt es hier? 6 Runden? Ach, du Schande. 6 Runden, das ist nicht wenig. Das ist absolut nicht wenig. Vor allem dafür, dass es hier keinen Punkt oder sowas zu erobern gibt. Oh. Aber ich finde es interessant, dass die Maps hier geändert werden. Also, drei, drei, hä? Hi. Hey, dann repariere ich mal mein Schild. Der Arm, der glänzt auch so schön. Nice. Richtig, richtig nice. Oh lol, Dahlia war schon wieder die letzte, die noch gelebt hat. Interessant. Oh, und was mir gerade so auffällt, der Elektro-Tiger, also der Waffenskin, der passt zu Scorches Haar.
Sehr interessant. Wirklich sehr, sehr interessant. Ja, was sonst noch? Thematisch passt Scorched Skin auch zum King Cobra Update, beziehungsweise zu Rambo. Dazu passt der Scorched Skin hier auch sehr, sehr gut dazu. Und den Gleiter, ja, den lasse ich, denke ich, so wie er jetzt ist. Und ich frage mich, ob Crouch Spamming wieder besser geworden ist. Hi. Ja, hier kann man auch drüber. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schön ruhig und überlegt spielen. Ah, nee! Ach komm, wie hat er mich noch gekriegt? Ah. Das war's, die Runde ist vorbei. Ja, wenn's mal nicht läuft, dann läuft's nicht. Eieiei. Irgendwie ist das schon so leicht unfair, also stark unfair eigentlich, wenn, hier, wenn das ganze eigene Team rausgeschossen wird und dadurch, dass die Gegner halt Kills erzielen, holen sie ihre eigenen Leute zurück. Das ist eigentlich richtig unfair. Dodgeball ist richtig unfair. Nur so, auf Deutsch wäre das Völkerball. Oh lol, der spielt die Arbitrator, unser Anvil. Oh. Völkerball ist eigentlich das so mega, das unfaire Konzept. Ich habe das auch nie gern gespielt. Nie, wirklich nie. Und das ist nicht mal irgendwie übertrieben, nicht mal leicht übertrieben. Ich habe das gehasst. Ach, come on. Ja, da muss ich jetzt Rüstung wiederholen. Oh Mann, das ist auch ein Low-Level-Spieler. Kein Avatar, kein Skin, kein nichts. Ja, wobei. Wobei, den hat er gar nicht mal so schlecht gemacht. Ah. Oh nein, wenn die jetzt einen Kill macht, bin ich wieder dran. Oh nein, ich will nicht, dass es an mir ändert. Nein, oh, die holt den Kill. Verdammt. Ach, komm schon! Jetzt ist der Timer genau dann abgelaufen. Ah. Das ist ja auch Mist, wenn sowas passiert. Skin hat schon was. Skin sieht schon richtig, richtig gut aus. So. Was jetzt? Gibt's einen Plan? Ich bin offen für vieles. Okay, viele auf einem Fleck. Das ist gut. Eine Vierergruppe geht hier entlang. Sehr nice. Okay. Du Sack.
Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, Anvil hat ihn gerade wohl nicht gehört. Ich hätte gern meine Rüstung auch wieder. Die kommt hier, die kommt hier. Nice. Ey, entweder es läuft richtig gut oder gar nicht. Wobei, das ist, ich habe mir gerade gedacht, es läuft richtig gut, weil alle von meinem Team noch gelebt haben, aber wenn wir alle vom gegnerischen Team killen, ist es ja logisch, dass mein komplettes Team noch lebt. Weil die ja auch nur respawnen, wenn wenn wir Gegner eliminieren. Das entwertet den Sieg irgendwie. So ein bisschen. So ein ganz großes bisschen. Was ein Müll. Ach ja, okay, das war schlecht, gebe ich zu. Also, jetzt kann man da drauf sogar schon stehen. Was ist das denn? Aber auf der Palette beim letzten Mal konnte ich nicht stehen. Ich vermisse die alten Spots. Unter anderem auch den auf, hier, Kanäle. Oh. Der alte Spot auf der Map Kanäle. Kennt ihr den noch? Wo man, wenn man auf der richtigen Seite gespawnt ist, direkt nach rechts fliegen konnte. Ah, das war so schön. Der war so gut, der Spot. Das war ein richtig guter Sniper-Spot auch vor allem. Sniper, DMR, mit, eigentlich konntest du da auch mit einem Maschinengewehr einfach rechts auf den Kran rauffliegen. Aber den Spot gibt es leider nicht mehr. Eigentlich schade. Eigentlich richtig schade, weil es war auch gar nicht mal so einfach, da hinzukommen. Da musste man wirklich blind rüberfliegen, weil man sonst da nicht mehr hochgekommen wäre. Eigentlich schade, dass es den nicht mehr gibt. Und jetzt gibt es anscheinend seit dem King Cobra Update einen Spot auf hier Wanted auch nicht mehr. Wo man eben, wie gesagt, auf diese eine Palette da hüpfen muss. Das ist auch mies. Schade. Und hier kommt bestimmt wieder eine. Ja, genau. Ja, von wo trifft die mich? Schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Ah, dann können wir uns ein bisschen zurücklehnen. Ernsthaft? Das ist so, einmal läuft's richtig gut, einmal läuft's gar nicht. Sonst kenne ich das nur so von den Runden. Aber innerhalb der Runden, dass es mal gut läuft, mal katastrophal, das ist jetzt auch für mich neu. Eine EMP-Nate bringt mir eigentlich nicht. Versuchen wir es. Ich weiß gar nicht, wird. Und was ist das jetzt für ein Bug? Warum werden mir jetzt hier nicht meine zwei Gadgets angezeigt? Ich kann aber wechseln. Kann ich den Molotow jetzt einsetzen? Obwohl er mir nicht angezeigt wird? Ja. Okay, er wird mir nur nicht angezeigt. Eieiei. Nee, was? Wo kommt der denn her? Ach, Leute.
Oh nein. Da war eine Minenfalle, ja. Es läuft nicht mehr. Es läuft einfach nicht mehr. Aber den Skin finde ich gut. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Skin haltet. Ich finde den richtig gut. So. Wohin jetzt? Ich könnte mir vorstellen, dass der Modus mit einer vollen Gruppe, also wenn man mit 5 Freunden zusammen in der Gruppe spielt, das kann man ja jetzt, man kann ja jetzt 5 Freunde einladen. Das stelle ich mir auch richtig, richtig toll vor. Wenn man so mit 5 Leuten in der Gruppe spielt. Irgendwie ist das schon ein bisschen gemein. Und auch seltsam, dass man hier jetzt, während man seinen Kollegen zusieht, dass man da nicht den in den Shop gehen kann. Ist auch ein bisschen seltsam. Ja, als ob die mich noch kriegt. Er war hier rechts, ja. Macht ihn kalt, macht ihn kalt. Ich blocke ihn. Danke. Oh mein Gott. Der wurde übermütig. Ich habe das gesehen. Der hat getanzt. Der hat getanzt und das war sein Tod. Sein Tod. Zähigkeit. Ich habe noch keine Zähigkeit. Oh, die bräuchte ich aber unbedingt. Vor allem wegen Dima. Dima ist richtig gut. Ja, ist ja auch der erste von den Gegnern. Wieder rechts rum. Okay, jetzt sind wir zu fünft. Was? Ich hab die doch gerade gekillt! Ich hab die gekillt! Wie kann ich jetzt wieder volle Leben haben? Hä? Ah. So ein Mist, naja. Ah, ja, das war der neue Skin. Ich bin sogar Zweiter, yay! Um einen Kill! Gut, und ein paar Knockouts.